Hallo, herzlich willkommen, Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten, mitverantwortlich für Planung und Umsetzung des Tag der Lehre am 17. Oktober, für den es jetzt natürlich eine großartige Idee ist, sich anzumelden. Und wir haben hier eine fantastische Referentin von unserem Tag der Lehre und ich bitte Sie, sich vorzustellen. Ja, grüß Gott. Mein Name ist Elske Ammenwert. Ich bin medizinische Informatikerin von der Tiroler Landesuniversität UMIT. An der UMIT bin ich unter anderem verantwortlich für die Hochschuldidaktik. Ich bin da Sprecherin des Arbeitskreises Hochschuldidaktik und ich bin verantwortlich für einen rein online gestützten Master-Universitätslehrgang. Und in diesem Kontext haben wir uns eben sehr mit Prüfungen beschäftigt und deswegen freue ich mich sehr, bei dieser Veranstaltung dann mitwirken zu können. Wow, das klingt ja schon super spannend. Wir sind ja gerade dabei, Zutaten zu sammeln für den Assessment-Kuchen. Also was ist wichtig, wenn ich das mir jetzt vorstelle? Ich stehe jetzt in der Küche und überlege, was da alles hineinkommen sollte, damit solche Assessment-Prüfungssituationen gut gelingen. Naja, ich sehe da mindestens mal drei oder vier Punkte, die uns zumindest sehr wichtig sind. Das ist einmal die Kompetenzorientierung, ja, also dass wir nicht mehr so reine Wissensabfragen machen, sondern wirklich Kompetenzen prüfen, dass der Student zeigen kann, was er gelernt hat und sowohl auf fachlicher Ebene als auch auf überfachlicher Ebene nicht präsentieren können, zum Beispiel Englisch können. Das ist uns sehr wichtig. Dann der zweite Aspekt, der bei uns vor allem im beruflichen, berufsbegleitenden Kontext sehr wichtig ist, ist die Studierendenzentriertheit, nicht? Die Studenten kommen ja zu uns mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen, Vorkenntnissen, Zeitverfügbarkeiten. Und uns ist sehr wichtig, dass jeder Student zeigen kann, was er individuell dazugelernt hat, unabhängig davon, wo er gestartet ist. Ja, das heißt, wir denken, dass wir die Studenten nicht alle über einen Kamm scheren können in den Prüfungen, sondern da etwas individualisieren müssen. Und die dritte Zutat, ne, zu Ihrem Kuchen, ist meines Erachtens das Feedback. Ja, also dass Prüfungen immer auch Feedback über den Leistungsstand geben müssen. Also im Call for Paper stand das ja auch so schön drin, nicht? Assessment for Learning. Ja, das heißt, dass durch die Prüfung selber schon auch wieder Lernen erfolgen kann. Deswegen finden bei uns die Prüfung auch nicht ganz am Ende des Moduls statt, sondern in der Regel modulbegleitend. Ja, sodass noch eine Chance ist, dass man sich auch weiter verbessern und weiterentwickeln kann. Also das wären meine drei Zutaten, nicht Kompetenzorientierung, Studierendenzentriertheit und einfach Feedback, ja. Wunderbar, sehr schön. Um was wird es jetzt zu Ihrem Beitrag zur Diskurswerkstatt denn gehen? Naja, also wir haben die Erfahrung eben gemacht, dass wir die klassischen Prüfungsformate, insbesondere Klausuren, bei uns in unserem online gestützten Masterstudium einfach nicht sinnvoll einsetzen können. Das geht operativ gar nicht und entspricht auch nicht unserem konstruktivistischen Verständnis von Lehrern und Lernen. Deswegen haben wir uns in den letzten Jahren doch sehr intensiv auch mit aus unserer Sicht oder für uns innovativen Prüfungsformaten beschäftigt. Das fängt natürlich an mit so nicht, also ich sag mal, klassischen Sachen wie Seminararbeiten, natürlich Fallbeispiele bearbeiten und sowas und Präsentationen halten. Aber wir haben dann jetzt auch in den letzten 2 Jahren Dinge einfach erprobt, die wir ganz spannend finden. Zum Beispiel, dass die Studenten aufgefordert werden, am Ende des Moduls eine Reflexion abzugeben über den persönlichen Kompetenzgewinn und über ihre neuen Erfahrungen. Ja, nicht das fließt in das Assessment ein. Oder wir bitten die Studenten, eine kognitive Landkarte zu erstellen, wo sie beschreiben können, wie sie jetzt das Thema nicht des Moduls verstehen. Also das ist so ihre eigene Landkarte und eben nicht die Landkarte des Dozenten. Auch das fließt in das Assessment ein. Und wir beginnen jetzt auch mit der Portfolioarbeit, ja, weil wir das einfach für ganz wesentlich halten. Und das sind jetzt einfach nur 3 Beispiele. Ich möchte in meinem Vortrag einfach unsere Prüfungsform einmal vorstellen, die wir in diesem rein online gestützten Setting einsetzen und über unsere Erfahrungen berichten und freue mich da schon sehr über einen Austausch mit den anderen Kolleginnen und Kollegen. Okay, jetzt ist ja ebenso dieser Klassiker, also dass Lehrende, die jetzt zu uns in die hochschuldidaktische Beratung, Begleitung kommen, halt oft sagen, naja, dann fragen halt die Studierenden zuerst, was muss ich zur Prüfung können? Und sie vermitteln jetzt ein anderes, also aus meiner Sicht zum Glück ein anderes Bild. Wie ist das jetzt eben, was kann ich alles tun, auch noch weiter, um dieses Bild aufzubrechen, dass das was ist, wie eben so diese berühmte Bulimie-Lernkurve, also Genau. was ist da noch wichtig aus Ihrer Sicht?
Ja, also erstmal ist das sehr richtig, was Sie ansprechen. Wir müssen ja nicht nur die Dozenten überzeugen oder gewinnen für diese neue Art des Lehrens und des Prüfens, sondern wir müssen auch die Studenten überzeugen, dass es wert ist, sich darauf einzulassen. Denn für die Studierenden ist das ja auch sehr ungewohnt. Nicht auf einmal sollen sie aktiv werden und ein Portfolio schreiben und quasi auf der Metaebene über ihre Lernprozesse nachdenken. Ja, das können die ja auch nicht. Ja, woher sollen die das denn können? Und da müssen wir, und das haben wir auch die Erfahrung gemacht, die schrittweise ranführen. Da können wir nicht gleich im ersten Semester mit dem vollen Repertoire quasi loslegen. Das heißt, man muss den Studenten zeigen, dass es wert ist, sich auf sowas einzulassen, weil sie selber dann sehr viel besser auch nach außen hin zum Beispiel gegenüber dem Arbeitgeber darstellen können, was sie wirklich gelernt haben. Und Lernen ist eben Kompetenzerwerb und das ist nicht nur irgendwelches angelerntes Wissen runterleiern. Ja, also Bulimie lernen, haben Sie ja so schön gesagt. Ja. Ja. Ja, schöne, sehr schöne Antwort. Und welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht bei dieser, Sie haben das auch gesagt, anderen Form so Peer Assessment oder Self Assessment? Ja, unbedingt. Also wir haben an der UMED jetzt auch in verschiedenen Studiengängen angefangen, mit Peer Assessment zu experimentieren. Die Kolleginnen, die das einsetzen, haben teilweise sehr gute Erfahrungen damit gemacht, aber auch die Erfahrung gemacht, auch hier wieder nicht, dass die Studierenden an sowas langsam herangeführt werden müssen. Ja, sonst könnte also die Gefahr besteht natürlich, dass die Studenten beim Peer Assessment das Gefühl haben, sie übernehmen Aufgaben des Dozenten nicht und was soll denn das? Und das muss man vorher sehr, sehr gut kommunizieren und auch mit ihnen üben, inwiefern das Peer Assessment für den, der da beurteilt, auch selber wieder nicht ein Lerneffekt hat. Nicht dadurch, dass ich eine andere Arbeit kritisch lese und kommentiere, lerne ich ja selber ganz viel. Ja, so ein bisschen ist das so dieses Lernen durch Lehren, nicht, was da drin steckt. Und auch das ist ein Punkt, den wir so sukzessive einführen, wo wir teilweise gute Erfahrungen gemacht haben, aber wo man das auch wirklich sehr, sehr intensiv mit den Studierenden vorbereiten muss. Ja. Und Self-Assessment ist ja im Prinzip das, was wir über die Reflexion zum Beispiel drin haben. Nicht? Also auf die Metaebene gehen und sagen, okay, was habe ich jetzt hier eigentlich gemacht die letzten Wochen? Nicht? Was fiel mir schwer, was fiel mir leicht, was habe ich gelernt? Ja. Ja, ich merke schon, das wird ein wirklich wertvoller und sehr guter Beitrag und bin froh, dass wir Sie überzeugen konnten, auch zum Tag der Lehre zu kommen. Sehr nett, Und danke. so freue ich mich schon sehr darauf, auf diesen spannenden Austausch und bis zum Tag der Lehre, 17. Oktober, jetzt anmelden. Noch alles Gute. Dankeschön. Danke, ich freue mich. Tschüss.